Ja, hallo, du bist? Thomas Splitt aus Wahren-Müritz. Okay. Und warst schon immer da? Ja, ich bin da geboren, aufgewachsen, habe dort meine Frau kennengelernt, mein Sohn ist dort geboren. Ja, eine wunderschöne Stadt, aus der ich auch nicht mehr weg möchte. Ja. Okay. Und arbeitest? Ich bin selbstständig, habe einen Hausmeisterdienst mit Angestellten. Ja, und das betreibe ich jetzt im 10. Jahr. Und gut zu tun. Ja, wir haben gut zu tun. Das Genauso ist ist es. okay. Was hat dich dazu bewogen, Bürgermeister zu werden? Ja, ganz einfach. Ich habe das Ohr am Puls der Zeit. Ich habe viel mit Menschen zu tun und habe gemerkt, die Leute sind doch sehr unzufrieden mit der Situation, die es jetzt. Also die Leute haben das Gefühl, sie werden von oben regiert. Und das will ich unbedingt ändern. Okay. Also ein bisschen persönlicher machen. Ja, viel persönlicher machen. Ein Ja. Bürgermeister muss sich um das Volk mischen. Ja, okay. Ja. Denkst du, dass du zu allen Themen gut Bescheid weißt? Ja, was ich nicht weiß, da mache ich mich schlau, ne? Das Okay. geht uns ja allen so. Ja, klar. Ja, man kann nicht alles wissen. Nein. Hast du ein Team oder versuchst du es erstmal allein? Ich habe ein paar Freunde, die mich beraten. Und na klar, in erster Linie bin ich Alleinkämpfer. Aber durch die Zusprache der Bürger, ich habe jeden Tag Kundenkontakt, merke ich schon, was los ist. Und die motivieren mich auch in meiner Sache und bestärken mich und sagen, ey, komm, zieh das durch. Okay, ja, kann ich gut verstehen. Was hast du vor jetzt, um vielleicht die Leute auch zu kriegen, um vielleicht ein bisschen Infos und was vielleicht für den Wahlkampf in Ja, Anführungsstrichen wichtig wäre also wie zu machen? gesagt, wir haben eine Webseite jetzt erstellt, Wie? www.thomas-splitt.de. Weiterhin plane ich Aktivitäten. Zum Beispiel will ich Bürgerversammlungen abhalten, indem ich meine Ziele, meine Vorstellungen dort präsentiere, auch mit den Leuten ins Gespräch komme, in einer gemütlichen Runde. Und das werde ich ein paar Mal vor der Wahl abhalten. Ja, gut, dann danke ich erstmal fürs Erste und ja, wir treffen uns dann fürs nächste Interview. Okay, Dankeschön.